Einige werden jetzt sagen, wie beschissen sieht die eigentlich aus? Und ja, heute sehe ich vielleicht nicht so aus wie immer. Aber ich dachte, bevor das richtige Video für diese Woche kommt, denn ich habe ja gesagt, sehr wahrscheinlich werde ich während meinem Praktikum nur ein Video, also ein großes Video pro Woche produzieren können. Die ganzen anderen Laber- und Sinnlos- und so Dazwischenred-Videos, die folgen auf meinem Zweitkanal, den ich euch übrigens jetzt nochmal in der Infobox verlinke, denn dort wird nämlich morgen ein neues Video kommen. Trotzdem wollte ich heute, bevor auf meinem Zweitkanal das sozusagen kommt, euch nochmal kurz präsentieren, was ich eigentlich angestellt habe. Und mein klassisches Problem, Sophia und Haare, Sophia und Friseure und Sophia ist nie zufrieden mit ihren Haaren, hier nochmal auf meinem Hauptkanal erläutern, weil ich die letzten Male nämlich auch schon getan habe, ne? Ja, auf meinem Zweitkanal folgt dann nochmal ein bisschen mehr Info dazu, sozusagen. Sophia hat mal wieder was mit ihren Haaren getan und dabei hatte ich so viele schöne Kommentare von euch in letzter Zeit bekommen, wie schön meine Haare momentan aussehen. Vielen, vielen Dank. Aber wenn man sie sich genau angeschaut haben, waren sie erstens kaputt und zweitens leider ziemlich grünstichig, was ich halt in der Kamera immer relativ gut umspielen konnte, indem ich ein bisschen mit der Farbanpassung gespielt habe, sodass das Ganze noch irgendwie okay aussieht. Und so wie wir Frauen halt sind, ne, wir mit unseren Haaren, ja, da denkt man sich, komm, ich mache jetzt mal was Neues, in einem Monat, da fliege ich nach LA, da kann ich doch vielleicht in den ganzen Videos ein bisschen anders aussehen, da mache ich doch jetzt mal was Verrücktes, schneid mir die Haare ab wieder, ja, und werde blond. Ja, ihr hört richtig, blond. Aber da Sophia ja so eine kleine Schisserin ist und ich weiß, dass das sehr, sehr viele von euch auch ist, denkt man sich, okay, ich mache das Ganze im Balayage-Trend, ist doch super, ich habe meinen eigenen Ansatz, ja, bin super faul und muss nicht jeden Monat meinen scheiß Ansatz nachfärben, ja? Es sieht auch noch gewollt aus und sieht super cool beachy aus. So, Sophia, hast du gekriegt, was du willst? Ja, und so sehen die Haare jetzt aus. Tada! Wie ihr seht, bin ich sehr begeistert. Mich würde sehr interessieren, was für eine Art Person ihr seid, ob ihr denn überhaupt zufrieden mal aus dem Friseur rauskommt, ob ihr wirklich diese Wow-Erlebnisse nach dem Friseur habt, denn so viele Frauen berichten darüber, wie toll sie sich nach einem Friseurbesuch fühlen und ich fühle mich jedes Mal scheiße danach. Ich bin jedes Mal unzufrieden, erstens, weil ich ein Typ Mensch bin, der frische Haarschnitte allgemein nicht mag. Ich mag das immer, wenn es ein bisschen rausgewachsen ist und zweitens bin ich einfach ein Mensch, der sich anscheinend beim Friseur nicht wirklich ausdrücken kann und nicht das sagen kann, was er eigentlich will. Weil anscheinend liegt es ja an mir, wenn ich total oft, ich sage nicht immer, aber sehr oft nicht das bekomme, was ich eigentlich will. Ihr könnt euch ja hier nochmal ein bisschen meine Haare anschauen, dann seht ihr hier nochmal ein bisschen was, ne? Sie sind sehr kurz geworden, so hatte ich sie im Januar bereits. Und ich muss sagen, ich wollte wieder so kurze Haare haben, weil ich dachte, okay, ich schneide sie jetzt halt kurz, dann wächst es ja wieder ein bisschen raus. Bevor ich wieder mir lange Haare wachsen lasse, dann gehe ich jetzt nochmal auf die Stufe kurz. Es war sehr praktisch, ich wurde nachts nicht mehr erwürgt beim Schlafen. Ich glaube, das Problem kennen sehr, sehr viele von euch auch, ne? Dass man nachts aufsteht und ja, Da habe ich mir gedacht, dann machst du es so praktisch. Bezüglich der Farbe habe ich gedacht, gehe ich doch gleich mal zu guten Balayage-Experten. Der Übergang ist auch wirklich sehr schön geworden, da kann ich nichts sagen. Ich habe hier nur einen kleinen Fleck, einen Punkt. Ich hoffe, den sieht man nicht, wenn ich einen Zopf mache. Das habe ich nämlich noch nicht getestet. Und was mich halt größtenteils stört, ich bin orange. Ich bin orange und ich habe es jetzt schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Lichteinstellungen probiert. Ich habe es im Bad bei mir auf der Arbeit, im Bad zu Hause, im Flur zu Hause, mit meinem Kunstlicht, mit der Kamera. Ich habe alles geguckt, aber ich bin orange. Nicht an den Spitzen. An den Spitzen, muss ich sagen, ist der Blondton wirklich sehr schön geworden. Aber das hier oben und diese beiden Blocksträhnen hier vorne, die mir halt überhaupt nicht gefallen, ich finde die irgendwie. Oh, ich mag. Das ist einfach gelb und orange und mir wurde gesagt, okay, das ist abmattiert, das muss man vielleicht nochmal abmattieren. Ich bin einfach jemand, der im ersten Moment sich denkt, oh komm, wenn ich das so style, wie ich das gerne hätte, dann sieht das bestimmt gut aus. Und im Nachhinein denke ich mir so, okay, deine erste leichte Unzufriedenheit entwickelt sich doch in eine größere Unzufriedenheit. Und ich denke immer, die Friseure geben sich so viel Mühe und ich kann einfach nicht so direkt und sein und sagen, ich bin wirklich unzufrieden, weil es ist einfach die Farbe, dieses Gelb. Bevor wir jetzt aber mit was Negativem abschließen, will ich euch nochmal was Positives sagen. Und zwar wurde das Ganze mit Olaplex gemacht.
Das heißt, ich habe auch bestimmt einen Friseur gesucht, der Olaplex benutzt. Ich muss sagen, meine Haare fühlen sich super geil an. Also da muss ich wirklich sagen, das hat sich gelohnt fürs Geld, dass sich das wirklich so schön anfühlt. Ich hoffe halt, dass ich mit einer neuen Abmattierung das irgendwie auf die Reihe kriege, dass es halt nicht in diesem Stadium verweilt, in diesem Orange-Stadium. Und mich würde einfach interessieren, was ihr dazu sagt. Top oder Flop? Zeigt es mir aber nicht in den Daumen, weil das Video ist ja nicht automatisch scheiße, ne? Das ist ja die Videobewertung. Aber schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr, was ihr sagt, Sophia, Katastrophe, mittlere, schlimme Katastrophe, leichte Katastrophe, keine Katastrophe. Lasst mich bitte alles wissen, was ihr mich wissen lassen wollt und vielleicht auch noch weitere Haarstories, die ihr mir erzählen wollt, weil das letzte Mal fand ich es echt cool, das da durchzulesen. Ich habe es da leider nicht geantwortet, aber ich habe mir echt alle durchgelesen. Fand ich echt lustig. Also eure Horror-Haarstories unten in die Kommentare. Wir sehen uns entweder auf meinem Zweitkanal, ich verlinke euch das Video hier nochmal in meiner Endcard und unten in der Infobox. Von daher bis dahin oder bis zu meinem nächsten Video auf dem Kanal, das übrigens am Sonntag kommt und eine Morning-Routine-Parodie sein wird. Das habe ich euch jetzt einfach mal verraten. Also bis dahin und Daumen hoch oder abonnieren natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Da sage ich nicht nein dazu. Also bis dann. Tschüss.